Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen American Truck Simulator Video hier vom Cruising Nebraska Event. Wir stehen ja noch in Omaha und wir schauen mal, wohin die Reise von hier aus heute geht. Nach Columbus ist es nicht weit genug. Nochmal Columbus, wieder 91 Kilometer. Okay, nach Aliskas können wir nicht in Columbus. Lincoln waren wir. Ey, sag jetzt nicht, das geht ja schon wieder los. Okay, McCook. McCook, 303 Meilen. Dann fahren wir eine Radlader Volvo L250H von der Nami Quarry in Omaha zu Taylor in McCook für 16.068 Dollar. Knapp 78.000 Pfund. Schwer die Fracht, dann würde ich sagen, legen wir los. Schwer gut, ja, passt. Alles wunderbar. Time to hit the road. Vielleicht muss ich dann sogar das erste Mal jetzt hier tanken. Während des ganzen Events. Super. Get ready to turn right. Auf den habe ich jetzt leider nicht geachtet. Leider nicht drauf geachtet. Was haben wir es denn? Okay, es sind 26 Meilen, bis wir dann bei der Mine sind. Im Steinbruch. Stay right and then turn right. Turn right. Immer schön so halten, dass man gerade noch sieht, ob man losfahren darf oder nicht. Das wird wieder Tag, da war ja was. Das heißt, dann können wir auch das ganze Neue, was wir jetzt entdecken, auf der Fahrt nach McCook zur Taylor Construction Group, können wir dann auch schön bei Tag entdecken. Also bei werdendem Tag und bei Tag. Get ready to turn left. Turn left. Please mind the speed limit. Get ready to turn left. Immer wieder schön, wenn auch hier
Bahnlinien darüber führen. Ich meine, schließlich wird Erz und Stein und whatever, Kohle, Kiesel, ja nicht nur per LKW abtransportiert. Die Frage wurde, da ist das Vorurteil wahrscheinlich. Dann müssen wir gleich hier links raus. Let's go. Ich weiß nicht, warum ich es auf Tab gedrückt habe. Aber ich habe auf Tab gedrückt. So, Rundumleuchte an und dann schauen wir mal, wohin die Reise geht oder genau wie sie aussieht. Wir fahren in das State 80 an Lincoln vorbei und fahren dann die Interstate 80 mehr oder weniger fast runter bis North Platte. Aber ungefähr nach Grand Island geht es dann runter auf den Highway 183. Dann wechseln wir auf den Highway 136. Dann nochmal auf Highway 100, auf den Highway 34 und dann sind wir schon auch in McCook. 304 Kilometer. Ja, würde ich sagen, wollen wir mal los. Wie lange brauchen wir? Circa 5 Stunden, 5,5 Stunden. Den wollen wir mal. Jetzt vor allem bei Nacht mehr drauf achten, wie es hinten aussieht, weil man halt nachts ja nicht ganz so gut sieht. Vor allem, wenn wir jetzt wieder in unbeleuchtete Gebiete kommen. Und wir brauchen auch ein bisschen mehr Platz zum Abbiegen. Vor allem bei solchen. Sind das hier 80 Grad Kurve oder ist das schon noch eine 90 Grad Kurve und sieht nur so aus? Schön, auf wie es der Berg aufgeht. Wir haben ein bisschen zu viel ausgeholt. Aber lieber zu viel als zu wenig. Ist er, also er schon, stimmt. Ich wollte gerade sagen, er ist da keine Linkskurve. Ich kann links abbiegen. Ist mir aufgefallen, dass er hat ja rechts gesagt. Gut, wir haben ja jetzt gerade noch sehr viel Platz, wir können ja normal fahren. Ist ja nicht so, dass er ein direkter Abhang ist, wo die Markierung, die Fahrbahnmarkierung aufhört. Was sagt der Tank? Der Tank dürfte, glaube ich, sagen, halb voll oder so. Bisschen mehr als halb voll. Gut, tanken muss ich jetzt nach dieser Fracht wahrscheinlich noch nicht, aber sie wird sehr viel dazu beitragen, dass wir ordentlich Sprit verbrauchen. Während ich im Autowag Simulator 2 im Mercedes New Actros mittlerweile schon beim Trail Connections für Slendy zweimal tanken musste, haben wir hier gerade mal die Hälfte des Tanks leer. Und glaube ich wahrscheinlich links halten, oder?
schnappen wir gleich noch. Also dieses Video werde ich wahrscheinlich jetzt nicht direkt hier nach editieren, sondern das werde ich heute Abend machen. Aber ich schaue, ob ich gleich noch ein Video hochgeladen bekomme. Bevor ich den Rechner wieder ausschalte, abstöpsel, um hier sauber zu machen. Es ist schon schön mit dem ganzen Sternenhimmel. Ist zwar ein bisschen überladen, aber trotzdem schön. Als überladen so im Seitenspiegel. Wenn man jetzt mal irgendwie hier so rausguckt, dann sieht man ja nichts. Turn left. Ab auf die Interstate 80. So, schön rum, ein bisschen Sand mitgenommen. Aber auch noch ein bisschen. Wir werden jetzt gut ein bisschen brauchen, um wieder auf Geschwindigkeit zu kommen, aber. Ne, mit 78.000 Pfund hinten dran ist das ja kein Wunder. Ist ja keine leichte Fracht. Dann haben wir es auf jeden Fall gut Zeit noch Geschwindigkeit aufzubauen. Wir werden die Geschwindigkeit dabei. Ja, definitiv noch vor North Platte erreichen, vielleicht sogar vor Lincoln. Werden wir gleich sehen. Über den Platte River geht. Und die Sonne langsam hervorkommen möchte. Gleich schauen, wie und wo ich das Video hochlade, während ich noch irgendwie mit dem beiden mal anschauen will auf YouTube. Geschwindigkeit haben wir jetzt erreicht, die wir fahren können. Da habe ich nicht vergessen, gleich MacCook aufzuschreiben. Mein schlaues Büchlein. Das ist eigentlich Windows Note ist. War Note bei Windows? War Microsoft, wie heißt das nochmal? OneNote. Natürlich. Soll es sonst heißen. So, weiter mit 65. Die Geschwindigkeitseinschränkung tangiert uns ja jetzt relativ wenig. Muss ich mich links halten? Ja. Wäre es wahrscheinlich ausgebremst, weil wir so dicht auffahren. Obwohl er sowieso schneller fährt als wir.
Irgendwie ist das ja so eine Mischung aus Abstandshalter und so. Ja, aber trotzdem nice. Das Fletcher. So, erstmal weiter links halten. Jetzt brauchen wir ungefähr ein Stündchen, bis wir die Geschwindigkeit aufgebaut haben wieder. Ich muss echt nochmal schauen, wenn ich das Video dann bearbeite. Fang mal auf. Je nachdem. Ach gut, ja. Wäre ich schon inzwischen schieben können. So, weiter geht's. Schön auf Interstate 80. Ah, das wird schon nice, weil wenn man dann irgendwann, was weiß ich, von Kalifornien nach New York fahren kann oder nach Maine oder whatever, dann fast die komplette Zeit die Interstate 80 hochbrettern. Das wird schon nice, also. Es wird immer nice werden, wenn man neue kleine Teile hat, aber so im finalen Sinne stelle ich mir schon sehr nice vor. Irgendwie diese weiten Felder. Ich kann echt überlegen, wie lange das nochmal gedauert hat. So, wo ich gerade hier auf die Felder schaue, ist mir wieder eingefallen, dass ich noch bei Farming Simulator weitermachen wollte, könnte. Aber dafür ist ja wahrscheinlich gerade eher so weniger die Zeit. Gerade sowieso nicht. Und dann habe ich gerade kurz den Gedankensprung gehabt, wieder hier schön über dem Bett rüber. Wie das nochmal mit der Vorbereitung für Levelmeter wäre. Wie lange man nochmal so ungefähr einen Char hochpushen müsste, um. Wie lange es dauern würde, einen Char hochzupushen, um den halt auf die Anforderungen zu bekommen, die ich benötige für das Summer Festival. Aber da ich gar kein Zeitgefühl mehr dafür habe. Ich glaube Level 1 zu 20 war glaube ich irgendwie, weiß ich nicht. Wie lange habe ich dafür noch mal gebraucht? 2 Tage oder so? Das kann ich zwar jetzt gerade sowieso nicht machen. Wenn ich jetzt gerade in Neverwinter bin, dann. Gut, ich müsste jetzt im Endeffekt eigentlich. Moment, heute haben wir Samstag. Ich müsste im Endeffekt eigentlich heute. Weil ich letzte Woche das vergessen habe oder nur ein einziges Mal gemacht habe, eine Aufgabe, müsste ich noch meine Weekly Cap erfüllen für die neue Zone. Und kann ich auch wieder versuchen, AFK rumzustehen. Wobei eigentlich muss ich es heute prinzipiell noch nicht machen, das könnte ich auch noch morgen machen. Also sprich, ich müsste es nicht gestern machen, sondern ich könnte es ja noch heute machen.
mal gucken. Vielleicht schaue ich. Ja, ich glaube, ich muss machen. Ich mache es lieber jetzt. Mache danach am Donnerstag oder so, dann am nächsten Donnerstag dann die nächste Cap dann voll für nächste Woche. Ah, es ist doch schon cool hier. Da muss ich doch gerade mal ein Foto von machen, weil ich schon so wenig Fotos hier mache. Ach, mit Viewpunkt hier, nice. Hier beim Archway Exit Now, ja, okay, ja. Das ist ein passender Titel. Zu dann wäre schon nicht schlecht, dann kann ich das auch direkt planen. Stay right. Ich kann heute an die anderen beiden fehlenden Videos dazu noch machen. Letzten. Und dann auch demnächst dann hochladen planen. Noch unter, achso, 20. Ich dachte, 20 wäre auch so ein Ding gewesen. Ungünstig hier mitten auf der Hochfahrt stehen zu bleiben. Aber gut, wir haben mehr Power hier, ne? Dann geht's jetzt. Was war das nochmal? Highway 136? Ich weiß schon mal nicht mehr. War ja 200, ja? Full fahren. Es war Highway 183. So, dann wird jetzt wieder über die Backroads gehen, so gesehen. Und auch durch ein oder andere Ortschaft durch. Jetzt will ich über den Platte River. Diesmal zwar auch breit, aber hier rechts noch mit der Mittelinsel. Ah, das so von der Beschreibung her, wie es da so umschrieben wurde in den ganzen Sneak Peaks und so, das war schon passend. Ich meine, wir haben ja jetzt den Platte River bisher auf dieser Fahrt nur dreimal schon überquert. Ja, schon passend, schon gut. Ja, gut umgesetzt zur Realität. Ich würde es mal einfach so in dem Sinne behaupten. Ortschaft. Da haben wir schöne Farmgelände, Gebäude, schöne Ranchen. Bin ich auf 65? Ich bin auf 65 hochgegangen. Wir dürfen, glaube ich, auch. War das so? Wobei McCook könnte das sogar nicht drin sein. Oder McCook hat die Ausläufe von den Sand Hills. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Sollte man mal vielleicht auch, weil man es ja auch so auf seitlichen Bildern wohl gut sehen kann, mal, wenn ich es mir anschaue auf Google Maps, sollte ich mir mal vielleicht auch weg von dem nervigen, standardmäßigen Mist gehen.
und MacBook haben wir jetzt noch ausgeschildert. 83 Meilen noch. Jetzt sind wir auf 136. Ah, schon passend, auch eigenen Truck, den sie haben. Schon sehr, sehr nice. Wie gesagt, das erinnert mich so, wenn man hier so vorbeifährt, echt dran, dass ich bei Farming Simulator bzw. Einverstand Simulator weitermachen will. Damit ich mich dann zum nächsten Teil wagen kann und dort es verändern kann. Ich habe zwar noch ein bisschen was vor mir, aber nice. Ich frage, ist das jetzt ein Kohlezug oder ein... könnte natürlich Kohle sein, oder es könnte halt auch Weizen oder Getreide oder sonstiges sein. Überrascht, dass noch keiner angefangen hat zu überholen oder sonstiges. Weil wir ja echt nicht gerade zügig aus dem Quark kommen. Vorfahren. Da ist freie Bahn. Hier nach dem. Oh, ist auch cool, dass hier quasi gerade aus mir. Es ist sehr, sehr nice gemacht, landschaftlich und so. Auch von der vom Road Network, so mit dem Feldweg geradeaus. Oder Kiesweg. Das ist schon alles sehr, sehr nice. Jetzt hier hoch, runter, hoch, runter. Weiten Feldern. Ja, das darf auch nicht fehlen. Sehr, es ist einfach schön, ja, auch mit der Bahnschiene, mit der einspurigen Bahnschiene entlang. Ich muss echt mal wieder anfangen, nebenbei einen anderen 24/7 Livestream offen zu haben, den ich sonst immer auf hatte. Muss um Züge, aber auch um Schiffe gehen. Also zumindest, gut, ich habe ja eigentlich in der Regel auch. Auch ein schöner Ort zum Schlafen. Im weiten Feld. Wahrscheinlich unter 55. 45 sogar. Am Runterbremsen. Egal. Wir haben ja das Geld.
Erster Aufenthalt in McCook, Cornhusker State, 8 von 12. Und auf geht's bergauf. Ah, sehr schön. Fällt mir wieder das innerste Gebiet. Da geht's auf und zu Taylor. So, Taylor Construction Group. Auch wieder schön nice. Die hier wird gebaut, deswegen brauchen sie das hier. Ab über die Bahnschienen rüber. Ja. Könnte witzig werden. Ich weiß, wir es hängen bleiben. Ohne es wirklich jinxen zu wollen, aber. Meinen wir aber wenig Freiraum unter uns. Aber das passt. It's all over now. Das ist so richtig. Aber nice, auf eine Baustelle wieder zu liefern. Ja, wie gesagt, ne, hat ordentlich Sprit gekostet. Hier wird schon mächtig gehämmert. Dann laden wir mal den Radler ab. Ausgezeichnet Radlader Volvo L250H von Omaha nach McCook geliefert. Gefahrene Strecke 331 Meilen. Dauer 35 Minuten. Verbrauchter Kraftstoff 47,6 Gallonen. Das war der 174. erledigte ATS World Trucks Auftrag. Es gab dafür $16.868 und 788 Erfahrungspunkte. Ja, ich glaube, wir müssten. Müssen wir pennen? Ja. Ist schon besser. Dann suchen wir uns mal einen Schlafplatz und schauen nach, ob es wieder ein Kampf wird. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal hier hin. Also wir haben denselben Weg zurück. Und schauen nach, ob es wieder ein Kampf wird von McCook aus oder. Oder ob McCook gnädig ist. Dass wir easy von hier mit einem Auftrag wegkommen. Hoffen wir es mal. Irgendwie habe ich den nicht als Trailer gesehen, sondern als quasi vorderer Tandem-Teil.
mich nicht warum, aber irgendwie habe ich ihn so wahrgenommen. Also vielleicht nicht wahrgenommen. Also wahrgenommen wahrscheinlich eher im Unterbewusstsein, so. Können wir jetzt hier auf den schönen Raststopp, ja, auf der schönen Rest Area. Die sogar geschlossen wird, also in Anführungszeichen. Ist die Frage, ist aber jetzt hier halten oder da rechts? Man kann auch hier halten. Hier halten? Weil ja, halten wir hier. Muss man ja mal ausprobieren. Nein, natürlich nicht. Asphalt nur für PKWs. Ah, ist doch mal schön, da hat man hier auch ab und zu mal einen Güterzug, der hier vorbeifährt. Schauen wir mal nach, was die theoretische Auftragslage in Lincoln sagt. North Platte zu nah. Also wir könnten nach Grand Hills, wir könnten, Grand Hills, genau, Grand Island, wir könnten nach Sydney, Alien, Chadron oder Columbus. North Platte können wir nicht. Scotts Bluff waren wir schon. Da haben wir wieder North Platte, Omaha kennen wir. Aber die Auswahl ist ja schon relativ groß hier. Es ist jetzt die Frage, ob es nur aus McCook ist oder nicht. Da hätten wir wieder Scotts Bluff. Da hätten wir nichts. Wir müssen mal darauf achten, ob wir nur ob vielleicht sogar noch irgendwie Phillipsburg mit reingegriffen wird in unserem Bereich, wo wir gerade sind. Wieder Omaha. Nix. Und nix. McCook, Omaha. Scotts Bluff, Omaha. North Platte. Aber scheint nur, wieder Omaha, scheint nur Aufträge aus McCook zu sein. Omaha, was ja schon mal Omaha und North Platte schon mal nicht schlecht ist. Scotts Bluff. Und das war's. Zumindest nach aktuellem Stand. Mal schauen, wie es in 48 Stunden aussieht. Es könnte wieder tricky werden. Aber in dem Sinne bedanke ich mich für euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Entweder hier vom Cruising Nebraska Event oder im Eurotruck Simulator vom Trade Connections Switzerland Event. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.